Sind die Ossis Rentner zweiter Klasse? 600 Euro weniger Monatsverdienst im Schnitt. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Ja, ich beziehe mich hier auf einen Beitrag in der Berliner Zeitung vom 3.12.2023. Da schauen wir einfach mal rein, was da geschrieben steht. Ganz kurz nur so zum Einstieg. Ostdeutsche verdienen im Schnitt 600 Euro im Monat weniger als Westdeutsche. Das heißt also, Ossis haben im Schnitt rund ein Fünftel weniger Gehalt im Monat als die Westdeutschen oder vergleichbare westdeutsche Kollegen oder Kolleginnen in den entsprechenden Branchen. Das ist so der Schnitt. Gucken wir uns das mal an, was die Berliner Zeitung da so uns mitteilt. Ich mache das mal ein bisschen größer, dass wir das auch gut sehen, meine Damen und Herren. Ja, Ostdeutsche verdienen im Schnitt fast 600 Euro weniger als Westdeutsche. Und das ist eine Angabe der Bundesregierung. So liegt das durchschnittliche Lohnniveau im Westen rund ein Fünftel über dem im Osten. In einzelnen Branchen sind die Lücken zum Teil sogar noch größer. Und das nach mehr als drei Jahrzehnten nach deutscher Einheit sind die Gehaltsunterschiede Ost und West immer noch sehr, sehr groß. 600 Euro, meine Damen und Herren. Das ist wirklich monatlich eine richtige Hausnummer. Im Schnitt verdient der Ossi oder die Ossi 3.157 Euro brutto und damit 600 Euro weniger als im Westen. Das, meine Damen und Herren, dieser Unterschied, gewaltige Auswirkungen auf die Rentenansprüche der ostdeutschen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer haben wird, steht ja wohl zu befürchten. Das ist aus meiner Sicht ganz klar. Wir haben da auch noch ein Sonderproblem. Zum 1.7.2024 oder Ende, ich glaube 1.7.2024 fällt dann auch der Hochrublungsfaktor, also der Umwertungsfaktor, der ostdeutsches Gehalt ein bisschen höher bewertet, dann weg. Das ist im Hinblick auf die 600 Euro Monatsverdienst weniger schon einen Riesennachteil, den Ostdeutsche dann in der Rentenberechnung haben werden. Wenn ich also weniger Geld verdiene als im Westen und mein Umwertungsfaktor ist sozusagen weggefallen, bin ich hier de facto doppelt bestraft. Das wissen die Leute auch oder vielleicht wissen sie es auch nicht. Und das ist auch das, was letzten Endes der Herr Bartsch von den Linken immer wieder sagt. Er sagt ganz einfach, so können wir nicht weitermachen. Es kann nicht sein, dass Ostdeutschland die verlängerte Werkbank des Westens ist und dass wir hier im Osten sozusagen weniger Geld verdienen als im Westen. So kann es letzten Endes 30 Jahre nach der deutschen Einheit nicht weitergehen. Meine Damen und Herren, ich sehe das genauso. Hier im Osten brauchen wir schlicht und ergreifend mehr Lohn und Gehalt, höhere Gehälter, damit wir letzten Endes dann auch damit dann auch auskömmliche Renten erwirtschaften können. Wenn Sie sich praktisch vorstellen, dass jemand in der Bekleidungsindustrie 2.282 Euro brutto erhält im Monat, dann können Sie sich vielleicht auch ausmalen, was dann jemand nach 45 Jahren Arbeit hier in diesem Lohnbereich für eine Rente bekommt. Wenn das dann auch noch 600 Euro niedriger ist im Monat als im Westen, dann ist das natürlich schon ein gewaltiger Unterschied. Damit ist auch klar, und das belegen auch die Zahlen, dass in Ostdeutschland die Altersarmut deutlich höher ist als im Westen. Meine Damen und Herren, ich stehe dazu, wir brauchen einheitliche Lohnverhältnisse in Deutschland und nicht solche Sachen, wie wir sie hier haben, dass wir praktisch im Grunde genommen im Osten immer noch weniger Lohn und Gehalt haben und damit auch dann letzten Endes deutlich niedrigere Renten in der Zukunft. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.